Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 24. Februar. Während wir schon langsam ins Wochenende starten, nehmen uns unsere Streaming-Tipps nochmal mit an den Arbeitsplatz. Wir hoffen allerdings, dass es euch bei der Arbeit deutlich besser ergeht als den Mitarbeitenden der Spielefirma aus unserem ersten Tipp. In der neuen Thriller-Komödie The Consultant spielt Christoph Waltz den skrupellosen Firmenberater Regis Patoff. Er wird von der Spielefirma Compware angeheuert, um die Leistung der Mitarbeitenden und die Effizienz des Unternehmens zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen, wendet er ziemlich unorthodoxe und zum Teil auch illegale Methoden an. Mein Job ist es, zu beobachten, zu rationalisieren, zu verbessern. An die, die im Homeoffice arbeiten, sie haben eine Stunde Zeit, um hier zu erscheinen. Er wirft Ihren raus. Es soll an seinem Geruch liegen. Ich bitte Sie, Ihren Kopf zu neigen und für ihn zu beten. Ich finde online nichts über Patoff. Ein anderer CEO hatte Patoff engagiert. Und 2 Wochen später war er tot. Was, wenn er mehr als nur ein Berater ist? Die Mitarbeitenden werden skeptisch, während Patoff die Firma immer weiter umkrempelt. Wer sich seinen strengen Regeln nicht unterwerfen will, wird kurzerhand gefeuert. Sein Mantra ist, wer nicht alles gibt, verliert. Und irgendwann kämpfen die Mitarbeitenden nicht mehr nur um ihren Arbeitsplatz, sondern auch um ihr Leben. Die neue Serie The Consultant könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen. Wer nicht alles gibt, verliert, könnte auch auf die Formel 1 zutreffen. Am 5. März startet die neue Saison des weltweit beliebtesten Motorsports. Die Doku-Reihe Formula One – Drive to Survive blickt jedes Jahr hinter die Kulissen der letzten Formel 1-Saison, was für Fans schon zu einem Ritual geworden ist. Natürlich gibt's auch dieses Jahr wieder Einblicke. In der Formel 1 wollen die Leute nun mal Helden und Bösewichte sehen. Anti-Heroes. So kann's nicht weitergehen. Wenn man nicht performt, ist man raus. Sie wollen Blut sehen, sie wollen euch alle drankriegen. Ist ein Fehler nach dem anderen unterlaufen. Bleibt draußen! Mist! Von uns wird so viel erwartet. Verstappen überholt Lewis Hamilton! Ist nicht einfach für mich. Unfassbar, was hier passiert! Scheiß auf alle. Die 5. Staffel bringt ein echtes Highlight für Formel 1-Fans. Denn bisher hat sich der zweifache Titelverteidiger Max Verstappen geweigert, bei Drive to Survive direkt aufzutreten. Nach eigener Aussage, weil Rivalitäten künstlich überhöht und Fahrer falsch dargestellt werden. Nach einem produktiven Austausch mit den Machern der Serie hat sich Verstappen jetzt aber doch dazu entschieden, mitzuwirken. Die 5. Staffel Formula One Drive to Survive gibt es jetzt bei Netflix. Wenn euer Herz nicht für den Motorsport, sondern für romantische Serien schlägt, haben wir jetzt auch noch was für euch. In der schwedischen Coming-of-Age-Serie Thunder in My Heart geht es um Sigrid, die von ihren FreundInnen nur Sigge genannt wird. Sie macht das, was man als 22-Jährige halt so macht. Feiern gehen, sich ausprobieren und viel Sex haben. Also du hast vielleicht Chlamydien wie ich. Es sind nicht vielleicht Chlamydien, es sind sicher Chlamydien. Hab gerade Antibiotika genommen. Sei doch nicht immer so dramatisch, Sigge. Wieso feuerst du denn bitte mich? Du bist unpünktlich. Nein. Und du gehst zu früh. Das habe ich nie getan. Du hast noch 2 Stunden zu arbeiten. Nee. Doch. Ciao, ciao. Fuck. Gib mir mein Geld zurück. Man kann nicht einfach das Ersparte von seinem Kind klauen. Weißt du, sei doch nicht so dramatisch, Sigrid. Neben all den schönen Seiten als Anfang 20-Jährige kämpft Sigge auch mit Familienproblemen und Problemen bei der Arbeit. Zum Glück hat sie ihre besten FreundInnen Sam und Antonia, die ihre Probleme teilen und sich gegenseitig unterstützen. Als sich aber Gefühle zwischen ihr und Sam entwickeln, wird die Beziehung zwischen den beiden ein bisschen komplizierter, allerdings auch aufregender. Ihr könnt Thunder in My Heart jetzt in der ARD-Mediathek streamen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder bei unseren Streaming-Tipps reinhört, überall, wo es Podcasts gibt oder über euren Smart Speaker von Amazon. Dafür den kostenlosen Detektor FM-Skill aktivieren und dann Alexa nach Was läuft heute von Detektor FM fragen. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht und Stanley Baldauf hat die Folge produziert. Ich bin Michelle Paulina Kolberg und sage Tschüss und bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programme und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.